Das ist echt das Schlimmste, was du mir antun kannst. Das ist einfach eine richtige Entmannung meiner selbst. Ich kastriere mich gleich einfach öffentlich selbst. Lieber zu Becker Schröder oder so, der hat keine Zukunft mehr. So, um in Dirk Funks Worten zu sprechen. Moin und herzlich willkommen aus Dresden. Wir sind diese Woche wieder anlässlich der Techniker Beach Tour unterwegs. Wie ihr sehen könnt, ich bin außer Gefecht. Bedeutet für euch noch mehr Content, weil Dirk und ich wirklich das ganze Wochenende zusammen mit der Kamera unterwegs sind. Wir sind jetzt gerade Freitagnachmittag auf dem Weg zu Daniels erstem Spiel, gucken uns das Eventgelände mal an und nehmen euch dieses Wochenende mal wieder komplett mit durch die ganze Szenerie der Beach Tour. Also freut euch auf dieses Video. Das wird noch besser als das alte. Alarm! Alarm! Leute, ihr habt die Chance, einen offiziellen WM-Spielball von der WM in Hamburg zu gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist diesen Channel abonnieren, einen Kommentar darunter setzen. Und wenn das der mit den meisten Likes ist bis zum Ende der WM, dann kriegt ihr den Ball plus die hottesten Unterschriften der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft auf diesem Spielgerät. Also, haut in die Tasten. Eins kann man jetzt schon sagen, der Sport dieses Wochenende wird auf jeden Fall qualitativ. Und ich sag euch warum. Nicht weil ich fehle, sondern weil es wirklich warm ist. Weil es wirklich warm ist. Genießt du den Anblick deines Partners hier? Guck mal. Also ist das nicht, das ist doch was. Hier, da ist der beste Mann. Tommy, der beste Mann. Hier, das ist der beste Mann. Bester Mann. Inflationär sollte man diesen Hashtag benutzen. Tommy, bester Mann. Hallo, Tommy. Wie geht's dir? Hervorragend. So, Daniel ist jetzt hier bei seinem ersten Spiel und wir haben eben kurz drüber gesprochen. Wir müssen da jetzt langsam ein bisschen Druck machen, oder? Also bisher... Das heißt ein bisschen. Wenn der nicht ins Halbfinale kommt, ja. Dann schmeißt man raus, okay? Schmeißt man raus? Ja. Also an der Stelle, wenn ihr seht, dass Daniel nicht ins Halbfinale gekommen ist, wir brauchen einen neuen Podcast-Kollegen. Scheiße. Aber wo kommt die Scheiße her, ist die Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Wenn Kim Behrens irgendwann mal richtig sauer auf Daniel Wernitz ist, meinst du, die verkloppt den ja, oder? Also ich würde sagen, Behrens 1, Wernitz 0. Auf jeden Fall. Nein, ja. Wernitz tot. Behrens 1, Wernitz tot. Hilflos. Leute, gerade ist es passiert. Dirk und ich stehen miteinander und wir werden gefragt, hey, darf ich ein Foto mit euch machen? Ich frage warum. Und diese Dame sagt, damit Dirk sich freut, damit bei dir auch einer mal jemand erinnert. Dankeschön! Du bist Dankeschön. Hast dem das Wochenende gemessen. Ja. Und wir machen kein Bitte. Gestern, als wir zugeguckt haben, lief es ja eigentlich auch nicht so gut. Schlecht. Na gut, dann. So ein Pool ist ja auch was Schönes. Ich meine, wir haben immerhin den Streamer, ne? Da können wir uns eigentlich nichts vorwerfen, oder? Wie steht's denn? Matchball für Daniel und Niklas. Und da ist das Ding. Unsere Jungs haben es geschafft. Was sagen wir dazu? Ohne unsere Unterstützung hier aus dem Bellevue-Garten nicht möglich gewesen. Keine Chance. Jetzt weißt du, was Kacke ist? Jetzt müssen wir zum Viertelfinale, müssen wir nochmal zu den Courts. Gesagt, du sollst die verkaufen. Stoß das Zeug jetzt ab. Wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Sorry, das musste sein. Ja. Ja, herzlich willkommen im Westflügel des Ostens, in der Höhle des sandigen Bodens. So möchte ich es betiteln. Was
Was mir so ein bisschen gefällt, dass man direkt so in die Zentrale reinkommt. Hier wird Content produziert. Hier werden wir gleich die Episode des Wochenendes aufnehmen. Eine Sache habe ich gelernt in meiner langjährigen Podcast-Karriere. Nur wer bequem sitzt, kann einen guten Podcast machen. Und ich muss sagen, hier sitzt man angemessen. Was ist da? Haben die VIP-Tickets gesehen oder was? Hier, Techniker Beach-Tour, Samstag, Sonntag, Dresden. Kannst gleich mitnehmen. Leg dir die hier hin. Nimm dir die mit. Ich brauche die hier nicht. And this is where the magic happens. War es gerade eine Ansage oder was? Kurzum, da liegt Dirk Funk, da liegt Alex Walkenhorst. Und was ganz wichtig ist, in der Mitte ein Meter Platz, weil beide Männer sich partout in der Nacht nicht berühren wollen. Stellt sich nur die Frage, was das hier ist. Aber halt nicht mit der Hose, sondern von da aus. So, und hier kommen wir jetzt zu dem Raum, den Dirk Funk und ich am wenigsten benutzen dürfen, ganz einfach, weil Daniel Wernitz ihn belagert. Denn denkt dran, nur wer top aussieht, kann Top-Leistung bringen. Ey, Fernsehen ist echt scheiße, da höre ich lieber Podcast. Und hier, guck mal. Guck mal, eine Regenwalddusche. Das Zimmer ist alles gut an. Walkenhorst? Oh. Wir machen das gleich. Ciao. Das war's auch schon mit unserem bescheidenen Reich hier in Dresden. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen, wie unser Eins zu Hause, wie soll man das sagen? Unser Eins ist auch asozial. Es ist eh asozial. Ja, ne? Wie unser Eins zu nächtigen gedenkt. An alle da draußen, die die Inhaber eines solchen Etablissements sind, ihr dürft uns gerne anschreiben, vielleicht bekommt ihr den Zuschlag für unseren nächsten Aufenthalt irgendwo. In diesem Sinne, hau jetzt endlich ab mit der Kamera. So, das ist jetzt das dritte Video und ich muss auch mal ganz ehrlich sein, mir gehen schon langsam ein bisschen Ideen aus, aber ich finde, das ist gar kein Problem, mal bei anderen Formaten ein bisschen zu klauen und ich glaube, ich habe da schon mal eine ganz gute Idee. Alex, weißt du was? Was denn? Wenn ich du wäre, dann würde ich gleich einfach mal auf dem Center Court bei einem Interview, in dem du so ein bisschen über deine Verletzung sprichst, einfach mal ganz intim erzählen, dass sich das so mitnimmt, dass du weinen musstest. Ist das dein Ernst, Alter? Natürlich, komplett. Challenge accepted. Bist du irgendwie nervös? Das ist jetzt schon richtig unangenehm. Das wird so schön. Nein. Das ist echt das Schlimmste, was du mir antun kannst. Das ist einfach eine richtige Entmannung meiner selbst. Ich kastriere mich gleich einfach öffentlich selbst. Alexander Walkenhorst hier ist neben dir, der Schiedsrichter zusammen. Das ist echt bitter. Wir haben ein paar Mal Werbung gemacht für die Weltmeisterschaft am Ende des Monats in Hamburg. Ihr habt eine Wildcard bekommen. Wie groß sind die Chancen, dass du bis dahin diesen Heilungsprozess vorangeschritten hast und wirklich auch noch spielen kannst dazu? Ja, also sie sind gering. Also die Ärzte haben mir keine großen Hoffnungen gemacht. Das ist meine erste Verletzung in meiner Karriere und ich habe echt Mitte der Woche nach der Diagnose saß den Abend und musste ehrlich weinen. Ganz ehrlich. Nee. Ehre. Genommen. Ich hab geweint. Das war peinlicher, als ich es erwartet habe, Alter. Vor allen Dingen überhaupt kein Mitgefühl. Ich habe mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet. Da war kurz Stille. Da war Stille im Publikum. Das war einer der peinlichsten Momente meines ganzen Lebens, Alter. Sag mal, habt ihr das gerade mitbekommen? Der Walkenhorst meinte auf dem Center Court, er musste weinen wegen seiner Verletzung. Ja, mal Lappen, ey. Was mit Alex denn, wenn Sven ohne den Cup gewinnt? Aufhören! Gutes Stichwort, denn während Alex in Dresden mit mir rumeiert, spielt sein Partner Sven Winter mit Lars Lückemeier. Aber dazu später mehr, denn jetzt kämpft Daniel im Viertelfinale erstmal gegen den Rausschmiss. Und zwar gegen die beiden Jungs.
So, eine Sache gibt es jetzt noch zu klären. Und zwar, ob Daniel Wernitz wirklich noch Teil dieses Podcasts sein möchte. Ich muss dich kurz aufklären, weil du noch gar nicht von deinem Glück weißt. Wir haben vor dem Turnier gesagt, du musst ins Halbfinale. Wenn nicht, schmeißen wir dich raus. Jetzt bist du Fünfter geworden. Und jetzt haben wir eine Option. Wir haben uns überlegt, wenn wir du wären und wirklich bei dieser Crew noch mit Teil sein wollen, ja, dann würden wir uns morgen in einer Radlerhose und in einem Frauenshirt, während alle auf der Haupttribüne sitzen, auf der Haupttribüne hinstellen und egal ob Musik läuft oder nicht, erstmal eine Minute tanzen. Eine Minute tanzen ist hart, aber es muss auf jeden Fall so lang sein, dass es jeder mitkriegt und es richtig peinlich wird. Das wäre ein klares Zeichen für uns, dass du wirklich auch noch Teil dieser Crew sein möchtest, lieber Daniel. Grundsätzlich nette Idee, allerdings, wenn du so eine Ansage machst, dann musst du sie vor dem Turnier machen. Dirk, wenn er jetzt schon diskutiert, er will es nicht. Er diskutiert darüber, er will es nicht. Dirk, merkst du es? Kein Kommentar. Okay, wir mussten jetzt off-camera ein bisschen diskutieren. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn. So, guten Morgen, Alexander. Du siehst selten glücklich aus. Was passiert? Ich habe verschlafen und wurde von Daniel Wernitz geweckt. Der morgens direkt Daniel Wernitz zu sehen, ist das Schlimmste, was es gibt. So, heute am Sonntag wurde Alex für den RAN.de-Stream eingekauft als Kommentator. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht warum. Ich finde ihn jetzt nicht so qualifiziert, aber wir wollen uns das mal anschauen. Besuchen wir ihn mal kurz. Norman, macht er das ordentlich? Er wurde etwas unterbrochen, weil er zu viel gesammelt hat. Das kann ich mir vorstellen. Ein Dirk in deinem Leben reicht dir nicht, oder was? Das ist ein 31er, Alex, das weißt du selber. Ich hatte das erwartet von Alex. Und jetzt kehren wir dann doch nochmal zum Sport zurück, denn das Finale steht an. Und dort standen die Ponys ausnahmsweise mal nicht. Aber nach dem Spiel um Platz 3 lieferten sie trotzdem mal wieder den Moment des Turniers. Ich heirate im Oktober, 18.10. Und ist dein Zwillingsbruder denn dein Trauzeuge eigentlich? Ja, aber ich müsste, möchtest du mein Trauzeuge sein? Ja. Ich habe gehört, Wernitz muss eine Wette einlösen. Ja, jetzt Satzpause. Guckt euch das jetzt an. Wernitz tanzt jetzt gleich auf dem Center-Court. Ja, nimm mich mal mit hoch. Ja, wir gehen da jetzt hoch. Ja. Und das wird genial. Kurze Info an euch. Da vorne irgendwo müsste Daniel jetzt gleich schon sein. Warte mal, wo ist der denn? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn auch noch nicht. Aber wir werden es gleich sehen. Wir haben auf jeden Fall, wir werden ihn nicht verpassen. Also Dirk, den man da jetzt laufen sieht und gleich, wo er sich hinsetzt. Vier Reihen darüber sitzt Daniel. Ich muss zugeben, das Spiel wird hier gerade zur Nebensächlichkeit für mich. Steht einfach dieses Frauenshirt, das war einfach geil. Sieht besser aus als sonst besser aus ohne, ja. Bei ihm kommt das nicht mal peinlich rüber, ich weiß nicht. Guter Entertainer jetzt. Komm, Manu.
Das war awkward vom Allergemeinsten. Aber er hat es richtig, man muss sagen, er hat es hart gut durchgezogen. Hat er wirklich richtig gut gemacht, Respekt, ja. Respekt, Daniel Bernitz. Ja. Also er darf im Podcast bleiben? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Größte Respekt, Herr Bernitz. Vielen Dank. Sie sind wieder aufgenommen im Kreise des Ronin Pots von letzten Sonntag. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Da sind wir mal durchgekommen, wir fahren. Erstmal meine Nüsse finden. Um Gottes Willen. Eins, zwei und drei. Okay, sind vollzählig. Ich muss kurz stören, Entschuldigung. Sven, hiermit offiziell, ich trete zurück, du kannst alleine weitermachen. Ja, wir haben noch gesagt, eine Goldmedaille aus zwei Spielen. Ich habe das noch nachgeholt. Ja, ich habe mit Lars nie gewonnen, ich habe mit dir nie gewonnen und jetzt gewinnen die beiden zusammen. In dem Sinne, hier, mein Segen habt ihr, werdet glücklich, ich bin raus. Tschüss, Mike Drop. Mike Drop und ciao. Wer jetzt wirklich diesen Scheiß-Kanal noch nicht abonniert hat, der drückt jetzt bitte einmal auf den Knopf. Alles andere wäre nicht angemessen, das wäre vermessen. Darauf ein Chin-Chin. So sieht's aus. Dieses Bad macht besoffen.